Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Little Big Adventure Twinsen's Quest. Ich bin so gespannt. Da ist es endlich. Wir haben uns eine Preview und eine Demo davon schon mal angeschaut. Heute ist es erschienen. Kam jetzt gerade ganz frisch raus. Und ja, das muss ich natürlich mir sofort anschauen. Das geht gar nicht anders. Und ja, ich freue mich drauf. Ich bin nicht so richtig mega gehypt, muss ich sagen. Bisher hat es mich nicht zu 100% abgeholt. Aber das kann jetzt im Spiel natürlich durchaus passieren. Bin, wie ihr wahrscheinlich wisst, sehr großer Fan von den beiden Originalspielen. Und bin mal gespannt, ob dieses Remake ja, mich auch nochmal so fangen kann. Ich gebe ihm eine realistische Chance, auch wenn ich ein wenig skeptisch bin. So, aber ich will gar nicht, ich will gar nicht reden. Lasst uns einfach mal schauen, wie dieses Spiel jetzt heute aussieht. Wir starten ein neues Spiel. This is my journal. Be careful, it's top secret. I really, really don't like it when people snoop through my stuff. But I love playing boing ball. Remember my name, I'm Luna. And one day, I'll be the best player on the entire planet. On my planet, it's always light out because it's surrounded by two suns. We're all different, but we live happily together. Well, that was before Dr. Funfrock and his gang of clones. I don't like them, not one bit. I have to go now because my big brother is coming. And I didn't tell you my big brother's name. His name is Twinsen. Okay. Ach, cool. Ja, da schon mal eine an. Da haben wir schon die erste große Änderung. Wir starten gar nicht im Knast, wie noch in der Demo, sondern wir starten scheinbar... What are you doing? Ja, ich schaue mich gerade um und ich erzähle dir ein bisschen was. Ein bisschen Geduld. Und hier können wir uns umschauen. Ja, ein bisschen Kasches sammeln. Aha, und springen. Apropos springen. Jetzt gucke ich mal gerade hier. Mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ah, okay. Ja, interessant. Sieht deutlich anders aus. Das haben wir ja schon gesehen. Aha. Ja, jetzt warte doch mal, Luna. Genau, zweite Änderung. Wir haben eine kleine Schwester, Luna, die gab es im Original auch nicht. Da hat Vincent hier mit Zoe, seiner Freundin, gewohnt. Zoe wird es auch geben in diesem Spiel, aber in einer etwas anderen Rolle. Da ist... Ist das der magische Ball? Ja, ne? Sieht so aus. Huch. Da komme ich aber offensichtlich gerade noch nicht dran. Ja, jetzt entspann dich mal. Mensch, Mädchen. Aber hier können wir mal ein bisschen spülen. Ach cool, das Waschbecken, das sieht schon noch... Und auch der Schreibtisch und so. Also man erkennt schon... Ach, da kann ich mich verstecken. Ah, okay. Man erkennt schon die Anleihen an den alten Stil, aber es ist halt deutlich comichafter. Ach Mensch, Luna. Immer muss man hinter dir herräumen. Ach, guck mal, hier kann man dann vielleicht mal einen Ball werfen, aber ich habe hier keinen. Na gut. Ja, ja, jetzt entspann dich mal. Lass mich doch hier erstmal ein bisschen gucken. Guck mal hier, Herzilein. Ein Buch? Gute Frage. Huch, kann ich noch weiter daran lesen? Nee. Oder? Achso, nee, sorry. Mich gerade verguckt da unten. Ich dachte, da hätte man noch was anderes drucken können, um weiter zu lesen, aber das war falsch. Hier können wir noch nichts machen. Luna, du geduldigst dich ja noch einen Moment, ne? Wir haben doch Zeit. Noch ein paar Kasches. Die Währung hier auf diesem Planeten. Ich bin ja mal sehr gespannt. The carrot soup is cooking. It's Luna's favorite. Lecker Möhrensuppe. Ich habe jetzt keine Testberichte wollte ich sagen. Keine Testberichte über dieses Spiel gelesen im Vorfeld. Ich wollte jetzt hier ganz unvoreingenommen nicht gespoilert werden, auch nicht von irgendwelchen Screenshots oder Meinungen oder so.
Ja, aber was mich schon interessiert, ob dieses Remake für irgendjemanden da draußen interessant ist, der das Original nicht kennt und denkt, boah, ja, das sieht gut aus, das will ich mir holen. Ich habe so das Gefühl... Talking to yourself in the kitchen? Nein, das sind keine Selbstgespräche. Ich spreche mit meinen Zuschauern hier auf YouTube. Hallo, YouTube. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich wollte doch gerade noch was sagen. Ach genau, ob jemand sich für dieses Spiel interessiert, der nicht die Vorgänger kennt und mag. Weil bisher kommt es mir so vor, als wäre es doch einfach so, um diejenigen, die es halt kennen und lieben, abzuholen. Mal schauen. Ich würde der Serie natürlich schon auch wünschen, dass es auch neue Spieler begeistern kann. Wir werden sehen. So, Selbstgespräch in der Küche. Hey, what are you doing? Professor Bloop is gonna flip out again. Sick of always being the last one on the field. Ach guck, Mademoiselle Bloop, die gab es im ersten Spiel eigentlich nicht, die gab es aber im zweiten. Da hat sie das Museum geleitet. Mhm, hier könnte sie vielleicht die Lehrerin oder so. Ja, ja, ich komme ja schon. So. Ach guck mal, Zoe. What are you doing? Da ist sie ja, Zoe. Tintin made himself look nice because he knew we'd see you. Luna, stop. Come on, let's go. I want to play. Your sister will never change. Ach cool. Also die Musik gefällt mir schon mal sehr. Es sind eindeutig ja neue, also Neuaufnahmen der alten Tracks. Das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Ihr wisst ja, ich bin jemand, der sehr viel auf die Musik achtet. Und wenn die Musik in einem Spiel gut ist, dann ist ehrlich gesagt für mich schon das Wesentliche klar. So, halt, falsche Taste. Hallo, Zoe. Okay. Dann gehen wir mal zum Boing Ball Field. Aber erstmal natürlich hier umschauen, reden. Hi. I always dreamt of visiting the White Leaf Desert. They say it's scorching hot. And nothing but sand for miles. That would be quite a change. Hm. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also wir haben es in der Demo gesehen, wie das hier, diese Grenzen vom ersten Spiel es nicht mehr gab. Also es ist quasi, also eine zusammenhängende Insel. Auf der Zitadelleninsel geht das auch noch relativ leicht. Auf den anderen Inseln wird das interessant, wie sie das da lösen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ich muss sagen, also es ist schon ganz cool, auch jetzt einen anderen Einstieg ins Spiel zu haben, nicht sofort im Knast zu sein, sondern erstmal hier ein bisschen die Welt kennenzulernen. Hi, Mies. Mies. You really do have the most beautiful house on the whole island, Twinson. Oh, danke, Mies. Ja, das gefällt mir. Das war beim ersten, sonst musste man sich auch die Story immer so ein bisschen eher so zurechtlegen. Ein Quetsch namens Twinsen träumte von seltsamen Dingen, ist die Einleitung. Und dann wachst du im Gefängnis auf. Hi. I'm done with Jojo. He locked himself in the house again. I'm doing some carpentry. Oh, it relaxes me. Camellia, der Name sagt mir nichts. Ich weiß nicht, ob es die auch schon gab im ersten oder zweiten Teil. Hier, den Miesling gab es auch schon im ersten. Den Nachbarn. Kommen wir hier rein? Nö. Boom. Der Soundeffekt ist, glaube ich, noch der aus dem Original. Dieses Springen. Nett. Bug Street. Hallo? Hi. Did you hear? They stopped building the lighthouse to send workers to the care facility site. Such a bummer. Mhm. Hallo. Hallo. My business is booming. I just received an order for 221 hair dryers from Dr. Funfrock. Das ist ja schön für dich, Bobby. Ja, Mensch. Hier, das kann ich nicht lesen. Achso, und hier konnte ich lesen. Skarabäusstraße, hast du mir schon verraten. Hallo, halt. Guten Tag. Hi. Oh, nein. My dream is to have my own carrot farm. I love carrots. Ja, Gwen. Genau, ein Hasi. Wir sind Quetsche. Also es gibt hier vier verschiedene Rassen in diesem Spiel. Hi, Roy. Guess what, Twinson? Oder Arten. Mies designed Dr. Funfrock's statue. Oh, I'm so proud of my son.
Ja. You know this is going to be a statue of Funfrock? Talk about being full of himself. Ja, da haben wir einen sogenannten Pummel. Sieht ein bisschen aus wie eine Schweinenase. When the care facility opens, my sister is going to come all the way from Proxima to get treated. Did I tell you? She's allergic to Zoisters. And it's a real pain. Ah, ob sie sich da nicht vertut. Bleib lieber auf Proxima, ehrlich gesagt. Eieiei. Genau, das war ein Pummel. Und dann haben wir hier noch die Dickos. Well, you are still joined at the hip. So when's the wedding? Ach, Luke. Are you done, Luke? And when are you finally going to ask Professor Bloop for a drink? Hey, you. Mind your own business. Hier ist noch ein Quetsch. Hi. Are you okay, Twinson? I miss your father, you know. We played such great games together. I miss him too. I'm sorry. I didn't mean to bring up painful memories. Er kriegt auch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte scheinbar. Also der Vater wurde, oder generell seine Familie wurde nie erwähnt in den ersten beiden Spielen. Think we can ask the fairy to take us all the way to the Himalayi? In the Himalayi? I heard it's really cold there. So? So, ja. Scheint es nicht schlimm zu finden. Ach, guck mal, da hinten scheint das Sportfeld zu sein. Hallo. The ticket office is closed. Not a bad thing, because for once I get to enjoy the terrace. Okay, ich finde es schon sehr interessant jetzt. Also die Demo, das war ja wirklich das, was man aus dem ersten Teil schon kannte. Aber die scheinen ja wirklich jetzt hier einiges... Also, ist die erste Szene, man kann auch nicht so viel sagen, aber bisher ist es wirklich auch nicht nur ein Remaster, sondern wirklich auch neuer Inhalt. Das finde ich schon mal ganz cool. Hi. Careful, Twinson! Don't get too close to the water! It's not safe! Natascha. Lalalala. Genau, Twinson kann nämlich nicht schwimmen. Oh, jetzt passiert hier was. Das steuere ich nicht. Always the same one running late. Luna, I'd like to remind you that I've set aside this time slot specifically for you. Momo would have liked to play bowling ball too. Blah, 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 blah. Twinson, would you practice with me, please? Zoe and I were planning a trip to the beach. Twinson, she just wants to spend some time with her big brother. All right, then. Throw the ball. Okay. Tutorial time oder was? Drücke R zum Anwiesen. Ah. Und dann links. Ja. Ah. Hä? Was? Halte RT zum. So. Ah, okay. So. Zum Zielen, zum Werfen wieder loslassen. So. Okay. Das hat schon mal geklappt. Und wie kann ich jetzt nochmal werfen? Und noch einen haben? Ja. Gib mal ruhig her. Wie viel kann ich denn nehmen? So. Wie war das jetzt? So. Okay. Oh. Let's go, Twinson! Let's go, Twinson! Oh. Nein, nein. So, warte. Na. Dum, da, dum, dum, da, da, da. Okay. Nicht trivial, möchte ich sagen. Huch. Wer kommt denn da? Attention, please. Ist Navus. I'm sorry, but we need to interrupt your game. Oh. We're requisitioning this land for the construction of the asylum. I mean, the care facility. This is an order from Dr. Funfrock. Besides, kids should be in school. What?
ekliger Typ. We're in the middle of a boing ball game. We understand. No worries. We'll play later. Snavis is right. It's time to get back to class. No, 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 and no. I disagree. Luna! Oh, no. I don't want any trouble with Funfrock. Get Luna, quick! Oh, oh, oh. Luna. Komm her, wir kriegen noch Schwierigkeiten. Ich finde ja gut, dass du Rebell bist, aber... Eieiei, wo ist sie denn hin? Luna? Entschuldigung, hast du Luna gesehen? Hallo. Hi, Twinson. Have you heard? Work on the lighthouse has stopped. That's right. Funfrock needs more workers for the care facility. Oh, poor Rinoa. Hm. Ich kann dich also nicht nach meiner Schwester befragen. Wo bist du denn hin? Bist du wieder nach Hause gelaufen? Luna? Zoe? Hallo? Ihr seid bestimmt nicht einfach wieder nach Hause gelaufen, ne? Nee, hier komme ich nicht mal rein. Ja, wo seid ihr denn jetzt hin? Guten Tag, ich will mich nicht mit dir unterhalten gerade. Da oben auch nicht. Tja, vielleicht in eine Kneipe. Luke, hast du wen gesehen? I think she went to your house. Ja, aber da habe ich doch gerade geguckt. Da war doch niemand. Luna, du musst in die Schule. Wie kriege ich das denn jetzt hier wieder auf? Sag mal. Huch. Ah, so kann ich kämpfen. Ach, hier. Ah ja, einfach 2 Meter weitergehen. In Ordnung. Luna, you need to go to school. No way! This Dr. Funfrock guy acts like he's the boss and you guys don't say a thing! Winston, let me handle this. Okay, besser ist. Do you want to be the best boing ball player in Twinson or not? Duh! Who's your favorite boing ball player? Rabbit Bunny LeBron. Why? You know how he throws so accurately? He learned about curves in school. Hmm, I see. I bet Professor Bloop could teach you about curves. You should ask her. Thanks, Zoe. You're awesome. Luna isn't wrong about that fun frock, you know. Hmm, ich glaube auch. What do you mean? Let's chat away from prying ears. I've been thinking, ever since that Dr. Funfrock arrived, nothing seems right. No, no. He just wants to help us make things better on the island. First, all those construction works. We can't even play boing ball anymore. I can't stay here. I can't take it anymore. What? I'm leaving, Twinson. I'm leaving before it's too late. Jahre später. Ich glaube, die Szene kennen wir jetzt schon. Stop. Oha. Ein Dekoklon. Das ist nicht so gut gegangen, fürchte ich. Warum ist denn das Video so verpixelt? Infraction 72. Infraction 72. Let go of me, you pile of scrap! Oha. Step aside. Yay!
Ah, ein super Deko. Den erkenne ich. Okay. Little Big Adventure. Twinsen's Quest. Neuer Log-Eintrag. Log öffnen. Ich darf Luna nicht allein lassen. Ich muss einen Weg hier raussuchen. Die haben mir alles weggenommen. Umblättern. Okay, da ist aber noch nichts. Und zurück. Okay. What if I tried to get the guard's attention? Ja, können wir ja gleich machen. Aber ich wollte jetzt erst noch mal gucken. Also, mich wundert das nämlich ein bisschen. Ach nee, Sprache möchte ich nicht wählen. Lautstärke, Sprache. Grafikeinstellungen habe ich hier gar nicht. Guck mal hier. Seht ihr, dass ich auch einen Thrustmaster habe? Speichern kann ich, das kann ja schon mal nicht schaden. Zitadelleninsel. Ja gut. Dann beginnt jetzt der Teil, den wir aus der Demo schon kennen und auch jetzt aus dem Originalspiel. Und ab jetzt bin ich nochmal gespannt, wie viele, hier kann ich, so kann ich angreifen übrigens, wie viele Änderungen es im Vergleich zum Original geben wird. Lassen wir uns überraschen. Häftling Twinsen, stehen Sie still. Inmate Twinsen, stop squirming. Genau. Nix da. Hier. So. Halt. Halt. Genau. Hey, was machst du denn da? Darf ich jetzt mal bitte... Huch. So. Ach ja. Das kommt mir doch alles jetzt hier sehr bekannt vor. A prisoner is escaping. Sound the alarm. Genau. Ich vermisse ein bisschen. Aua. Nein, 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 nein. Ich vermisse ein bisschen diese Huch. Diese unglaublich schlechte deutsche Sprachausgabe vom ersten Teil. Die war natürlich grottenschlecht. Aber. Gehört für mich auch zur Spielerfahrung. Drücke B, um auszuweichen. Ah, okay. Ich möchte erstmal gucken. Drückst du den Alarmknopf? Kommt dann ein super Deko? Bestimmt, ne? Bam, verdammt. Da ist der super Deko. Erwischt. Aha. Left me her notebook. I should put it to good use. Lock öffnen. Ah ja, wenn der Alarm losgeht, schnappt mich ein Superdeko. Ich muss vorsichtig sein. Gut, kein Problem, kriegen wir hin. Ach guck mal, jetzt sind wir hier in einer anderen Zelle drin. Interessant. Quiet! Ja, ja. Entspann dich. So, schon 31 Kasches. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Are being held here because you are a troublemaker. Mm-hmm. Now, settle down as we cure you. Ja, ja, genau. So, Wiedersehen. Aua. Von dir hätte ich gerne nochmal den Schlüssel. Vielen Dank. Huch, was kann... wo? Ach, da. Notice, how does one teleport a clone? Notice. Mm-hmm. Okay. Kann ich selber den Knopf drücken? Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht, dass es geht. Früher ging es auch nicht. Was ist das hier eigentlich? Kann ich hiermit irgendwas tun? Nein? Na gut. So, dann hier mal aufschließen. Dir könnte ich ausweichen oder aber halt. So. Das kennen wir natürlich. Als alte Veteranen. Guck mal, Twinsens Ausweis und Holomap. Gefunden auf Holomap anzeigen. Ah ja.
Zoom. Ja. Das ist die Zitadelleninsel. Ungefähr so, wie wir sie auch kennen. Wie gesagt, die gab es ja im Teil 2 schon einmal in als quasi Open World nachgebaut. Von daher, das war jetzt noch nicht die große Herausforderung. Ich bin gespannt, wie dann hinterher Hauptinsel und Wüsteninsel und so aussehen. Das wird etwas komplizierter, glaube ich. Schauen wir mal. Na, guck mal einer an. Wenn ich zur Tarnung ein Pflegerkostüm trage, dann halten die mich für einen ihrer Kollegen. Aber ich muss aufpassen, andere könnten mich erkennen. Na gut. Und suchen wir hier mal ein bisschen Zeugs rum. Bisschen Herzen, bisschen Kaschis. Kleeblättchen haben wir 2 gerade. Hier dem Superdeko da unten komme ich mir mal nicht zu nahe. Das war so eine Ecke, da konnte man im Original hier nichts tun eigentlich. Man kam zwar hinterher da hinten rüber da nochmal hin, aber soweit ich weiß, hatte das keinerlei Bewandtnis. Mal gucken, ob das im Remake jetzt anders ist. Hier können wir nochmal was suchen, was lesen. Some of Citadel's residents seem to think the care facility is a spa, where they expect to sip carrot cocktails to heal themselves. They're so naive. Mhm. Ja, Jahre später, also ich glaube, das Intro, was wir gerade gesehen haben, das war einfach sehr zu Anfang von Funfrocks Herrschaft, wo man vielleicht noch nicht so richtig sehen, oder wo nur einige mit genügend Weitblick absehen konnten, was passiert. Inzwischen hier dürfte Swinson, denke ich, auch sehr klar sein, dass er hier in einer Diktatur lebt. The mages have been captured, but a group of troublemakers is disrupting our plans. Magier sind gefangen. Okay, das war auch anders im ersten Teil. Da gab es nämlich gar keine Magier. Da hat Twinsen erst durch das, was er jetzt hier im Spiel tun wird, die Magie zurückgebracht. Ist das eigentlich, spoiler ich eigentlich damit? Also das könnt ihr mir vielleicht, wenn ihr zuschaut, auch nochmal verraten. Gucken das jetzt hier auch bei mir nur Veteranen der alten Spiele, die kennen? Oder gibt es hier auch Zuschauer, die das so gar nicht kennen? Das wäre für mich auch interessant zu wissen. So, dich werde ich jetzt hier mal vorsichtshalber aus dem Weg räumen. Damit du standest mir viel zu nah am Knopf. Was haben wir noch? Seventh Generation, the brilliantly designed Rabba Bunny clone, created by the ingenious Dr. Funfrock, that's me. Ah ja, ja, sehr gut. So, von dir hätte ich gerne einen Schlüssel, jawohl. Steht hier. Clone, seventh generation. Haben wir schon gehört, es steht das gleiche drunter, okay. Gut, dann... Get home quick. I hope Luna's okay. Okay, ah ja, hier, Holomap können wir hier, gibt's eine Schnelltaste. Gut, damit sind wir jetzt raus aus der Zitadelle. Ich speichere hier mal. Ja, das möchte ich auch überschreiben, weil ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die erste Folge zu beenden. Ja, was soll ich sagen? Also, das Intro fand ich schon mal ganz cool. Und, ja, doch, ich könnte mir vorstellen, dass mich das doch auch nochmal sehr, sehr abholt. Also bisher macht es jedenfalls Spaß. Die Steuerung ist tausendmal besser als im Original, wobei das natürlich auch seinen Charme hatte mit diesen 4 Modi, die man auswählen konnte. Aber es war natürlich unnötig und unglaublich kompliziert. Naja. Okay, gut. Ja, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder ihr Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.